So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Live Show und Tour. Wir haben Sonntag 17.04 Uhr und ich befinde mich jetzt hier gerade in dem schönen Bottrop in der Nähe vom Tetraeder. Und was das Tetraeder ist, zeige ich euch jetzt gleich mal. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, das sind übrigens die Stufen des Wissens. Nein, das sind ganz normal und gewöhnliche Stufen. Nein, das sind die Stufen des Wissens. Nein, auch nicht. Ja, wir befinden uns hier auf dem Weg Richtung Tetraeder. Ihr habt es ja gerade gesehen, Tetraeder ist eine Sehenswürdigkeit hier in Bottrop. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also bis gleich. Hier nachts mit Taschenlampe will ich auch nicht rumlaufen. Wir sind schon fast da oben. Nein, wir befinden uns immer noch auf dem Weg in Richtung Tetraeder. Ihr seht's. Ja, wir sind auch nicht da. Allein aus diesem Grund muss man schon nach Bottrop kommen, oder? Ja, ich bin fix und fertig. Wir sind dann aber oben. Da sieht man schon. Da sieht man schon so ein bisschen das Tetraeder. Ja, da oben. Ja, noch ein kleines Stückchen, aber aus diesem Grund, ja, das ist doch. Liebe machen. Oh, was ein toller Sonnenstrahl. Mein Strahl ist auch so schön. Ja, dann gehen wir mal weiter und dann sind wir gleich oben. Bis gleich! Ich kriege keine Luft mehr. Wir sind gleich oben. Ich kann schon sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder oben bin. Bis gleich. So, ihr seht, haben es endlich geschafft. Hier hochzukommen, den Berg. Super Aussicht. Ja, toll. Wetter spielt doch gerade voll mit, ist auch kein Regen. In letzter Zeit hat es ja ein bisschen geregnet. Oh, Sonne. Ich traue mich gar nicht raufzugehen. Ich habe ein wenig Höhenangst, aber ja. Der Aufmarsch. Das heißt also, darauf werden wir gleich mal gehen. Ne? Also bis gleich.
Achso, im Übrigen, Bottrop ist dafür berühmt-berüchtigt. Hupala. Ich habe meinen Finger gar nicht. Da ist mein Finger irgendwo da. Berühmt-berüchtigt, dass die Haltestellen ins Nichts führen. Hier oben auf dem Berg hält sogar ein Bus. Also wer mich mal besuchen kommen möchte, der nimmt den Bus. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. 266, glaube ich, steht da drauf. Ich meine, ja. Okay, das Anti-Wackeln-Kamera ist ja super. So, 266. So, dann geht's auf. Und ich sage, sehen wir uns gleich im Aufstieg. Bis gleich. Alter, wie geil ist das denn? Die anderen bleiben alle unten stehen, weil die Höhenangst haben. Und ich traue mich hoch. Und ich bin voll fertig mit dem Salat, ihr merkt's. Ich zeige euch mal eben kurz den schönen Ausblick. Und dann gehen wir noch ein Stückchen höher. Schaut euch mal. Das ist, boah, das ist unglaublich. Junge, jetzt haben wir ein bisschen die Gitter im Weg. Aber hier könnt man so ungefähr sehen, wie hoch das jetzt schon ist. Also, das ist schon eine Masse. Da ist übrigens, unsere Skihalle. Ja, da kann man Indoor Ski fahren und auch Après-Ski-Partys machen und sowas alles. Ja, sowas haben wir auch. Eben ist auch heftig. Eben da. Er findet es anscheinend auch hoch. Ist ein bisschen hoch, ne? Oh. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen und ich habe Höhenangst. Willkommen im Club. Du hast einen Punkt erreicht. Zurück. Ja, ich habe es gemeistert. Meine Höhenangst. Das war das Tetraeder. Ihr seht es im Hintergrund. Voll cool. Lohnt sich definitiv mal hinzukommen. Ich weiß gar nicht, was das nächste Projekt ist hier auf meinem Channel. Auf YouTube. Ich gedenke noch ein bisschen so auf Flat City mal zu zeigen. Wie gesagt, wir haben ja hier einen Berliner Platz auch. Den einige aufrufen, das ist ein Berliner Platz, das ist doch nur in Berlin. Nein, wir haben den hier auch. Warum, weshalb, muss ich mich noch mal ein bisschen mehr informieren. Und dann sehen wir uns dann ja demnächst bei einem neuen Let's Play Live Show und Tour wieder. Vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr dann natürlich auch auf der Gamescom. Ich bin immer noch voll geredet. Das war aber auch verdammt hoch. Ihr seht jetzt mal, wie groß das ist im Hintergrund. Mein Kopf wird immer größer oder bleibt groß und das Ding wird immer kleiner. Ja, also da oben waren wir gewesen. Da oben. So ungefähr. Ja, da oben, da ist der höchste Punkt. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Heimweg, schneide das Video zusammen, schnippel es und dann seht ihr das gleich. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wann ich es hochladen werde, auf YouTube. Natürlich mit schöner Untermalung an Musik, natürlich, selbstverständlich. Und ihr würdet mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und liked. Und ihr seht das Tetraeder, ich kann es nochmal zeigen. Da ist es. Sehr schön. So, und ich werde mich jetzt hier auf diese tolle Bank hinsetzen, die ja schon so ein bisschen verwirrt ist. Ah, so, und lasst euch jetzt ein wenig den Ausblick genießen mit schöner Musik. Also, macht's gut, bis dann, ciao.
herzlich willkommen zurück hier wieder in meinen heimischen vier Wänden im Let's Play Live Show Studio. Wir befinden uns jetzt hier an meiner Rechen-Workstation. Ihr seht hier mittlerweile, da läuft gerade die PlayStation auf einem Bildschirm und auf der anderen Seite, auf diesem Bildschirm hier, läuft gerade ein Bearbeitungsprogramm für Videos. Ich werde jetzt nämlich gleich die Videos zusammenschneiden, die ich heute abgedreht habe, und da gibt es ein kleines Special zu, das werdet ihr sehen. Das ist quasi jetzt, was ich jetzt erzähle, das dann habt ihr es schon gesehen, ne? Nur ich wollte mich kurz zurückmelden. Wie gesagt, sowas wird es wahrscheinlich, denke ich, mal häufiger geben. Denke ich, dass es ein guter Anfang wäre, etwas anzukündigen. Ich sag mal, in Anführungsstrichen plane ich etwas noch für dieses Jahr, auch mit Kamera und mit kleinen Rückblicken auf die Let's Play Live Show. Ich bin momentan auch gerade dabei, die ein paar Folgen zusammenzuschneiden, so ein paar Highlights. Das Ganze wird dann so daraus hinauslaufen, dass es nicht so fein sein wird wie das Video, was ich letztens gemacht habe, so ganz kurz und zusammengeschnitten mit Musik untermal, sondern richtig intensiv, wo man auch mal, ich sag mal so 6 Minuten, 7 Minuten einfach mal dann eine lange Zeit ein Spiel sieht, wie zum Beispiel Daylight, wo ich Daylight gespielt habe, oder Outlast mit euch dann zusammen, und wo ihr dann halt auch mal, ich sag's mal, P.T. seht, ein Highlight-Folge oder sowas, wo ich mich dann erschrocken habe und solche Sachen. Sowas wird es dann geben, noch dieses Jahr, wann kann ich nicht verraten, weil sonst wüsstet ihr es schon, wann es kommt und was es sein wird für ein Special. Und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen, als wie bleibt mir treu, wir sehen uns dann demnächst. Also macht's gut, ciao!